In diesem Video geht es um die besten Säbelsägen. Der Qualitätssieger in unserem Säbelsägetest geht an die Bosch GSA-1100E. Der kraftvolle 1100 Watt Motor mit Bosch Elektronik sorgt für einen schnellen Sägefortschritt und eine abgestimmte Drehzahlvorwahl für jeden Arbeitsvorgang. Die ins Gehäuse integrierten LED ermöglichen eine optimale Sicht auf das Werkstück auch in schlecht beleuchtete Ecken und Winkeln. Die Bosch Säbelsäge GSA-1100E Professional ist mit dem SDS-Sägeblattwechselsystem für den schnellen und komfortablen Blattwechsel ausgestattet. Gummierte Griffelemente und ein ergonomisch abgerundetes, gummiertes Getriebegehäuse sorgen für ein sicheres und angenehmes Gefühl. Eine Sägeführungsschiene ermöglicht ein paralleles Arbeiten entlang von Wänden und Platten. Besonders praktisch ist der klappbare Metallhaken zum Einhängen des Gerätes während einer Arbeitsunterbrechung auf Leitern oder Gerüsten. Die Bosch Elektronik bietet eine stufenlos abgestimmte Drehzahlvorwahl für jeden Arbeitsvorgang. Mit einer Hubzahl von 0 bis 2700 Umdrehungen pro Minute ist damit ein passgenauer Anschnitt von Holz, Metallprofilen und Metallrohren ebenso möglich, wie ein sicheres und sauberes Beenden des Schnittvorgangs. Die Säbelsäge zeichnet sich durch eine hohe Schnitttiefe aus. Die optimalen Arbeitsergebnisse liegen dabei im Holz bei bis zu 230 mm sowie bei Metallprofilen und Metallrohren von bis zu 20 mm. Das Gerät ist beim Sägen von Holz mit einem Schwingungsemissionswert von 18,0 Quadratmeter besonders geräusch- und vibrationsarm. Zum Lieferumfang der Bosch Säbelsäge gehören ein Handwerkerkoffer und jeweils ein Sägeblatt für Holz und Metall. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Makita Junior 3051 Tacker. Die netzbetriebene Säbelsäge Junior 3051 Tacker von Makita lässt ihr Handwerkerherz höher schlagen. Materialien wie beispielsweise Holz und Metall können sie schnell und kinderleicht bearbeiten. Ausgestattet ist die Säbelsäge mit einem kraftvollen 1200 Watt Motor. Die Lieferung erfolgt inklusive drei Recyclerblättern sowie einem Transportkoffer. Ein Wechsel zwischen den einzelnen Sägeblättern geht einfach und komfortabel vonstatten. Sie benötigen hierzu kein Werkzeug. Auch das Arbeiten über Kopf stellt zukünftig für Sie kein Problem mehr dar. Denn die Säbelsäge überzeugt durch ihr geringes Gewicht von nur 3,3 Kilogramm und ihre angenehme Griffigkeit. Die Hubzahl ist elektronisch und stufenlos regelbar, damit Sie präzise und materialgerecht sägen können. Damit kein Staub oder Spritzwasser eindringen kann, ist die Säbelsäge mit einem aufwendigen Schutz ausgestattet. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Säbelsägetest ist die Einhell TEAP 750E. Die Einhell Säbelsäge TEAP 750E sorgt für den präzisen Schnitt, ob in Holz, Kunststoff oder Metall. Leistungsstärke 750 Watt und die Hubzahl-Elektronik ermöglichen das material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. So kann das Gerät ideal abgestimmt werden auf unterschiedliche Werkstoffe, Materialstärken und Einsatzzwecke. Die Schnitttiefe in Holz beträgt 0,15 m, in Stahl 0,01 m. Mit dem werkzeuglos verstellbaren Sägeschuh lässt sich das Sägeblatt optimal nutzen. Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und werkzeuglos. Gut in der Hand liegt die Universalsäge durch den großen Softgrip-Bereich, der komfortables und vor allem sicheres Arbeiten erlaubt. Dabei wurde bei der Konzipierung auf eine ergonomische und schlanke Bauform geachtet, die eine einfache Handhabung bietet. Zum Lieferumfang gehört ein Sägeblatt für Holz. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.